herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Hof Neumann auf der Hof Bergmann zusammen mit dem, welche Reihenfolge hatten wir noch nicht, ich weiß es nicht, dem Paul, dem Toledo und dem Micha, vielleicht die? Hallihallo. Hallo. Keine Ahnung, ich auch ist nicht. Doch egal. Ist doch egal, ja was? Egal, ist Traum mit Bart, ist doch egal. Deine Arbeit ist mir egal, Roboter mit Senf ist mir egal. Dein Geld ist mir egal. Irgendwie klar, Paul, ne? Dass er das Lied auswendig kennt? Ja. Also nach ist mir egal, egal, hört es bei mir auf, ne? Ist ich kenne den Text auch nicht. Das war jetzt auch nicht hundertprozentig textgetreu. Ja, also. Ja. Ja, nee, nur 99,8% oder so. Irgendwie sowas, ja. Aber läuft bei ihm. Rückwärts im Backup, aber läuft, ja. Naja. So, aber soll ich euch vielleicht noch ganz kurz zum Lachen bringen? Oh ja, bitte, erzähl mal einen guten Witz. Nee, ein guter Witz ist es leider nicht. War ein schönes Ereignis heute. Weil ihr vorhin gesagt habt, Mimimi und sonst was. Ich durfte heute Mimimi, weil wir waren mit den Kindern und den Hunden draußen, schöne Hunderunde gehen und irgendwann unterwegs. Frage ich einfach mal meine bessere Hälfte so, sag mal, hast du eigentlich den Schlüssel zu... Nee, den hast du. So, nein, ich habe keinen Schlüssel dabei. Verarsch dich nicht, ich habe keinen Schlüssel dabei. Du hast doch einen Schlüssel. Ich kurz mal sehr direkt geworden. Nein, ich habe keinen Schlüssel, jetzt hör auf mich zu verarschen. Hast du den Schlüssel dabei? Ja, wir haben uns heute das erste Mal in meinem Leben ausgesperrt. Und? Brauchtest du einen Schlüsseldienst oder konntest du so einbrechen? Wir konnten so einbrechen. Es nennt sich, Opa ist ein, hat sich eine Stunde ins Auto gesetzt und uns den Schlüssel vorbeigebracht. Ja, wir haben Oma und Opa angerufen, haben gesagt, ey, wir haben uns ausgesperrt. Habt ihr die Chance, uns den Schlüssel vorbeizubringen? Da steht ein Johnny. Und also, den Schlüssel brauchen wir gerade nicht. Das Schöne ist, Opa hat das auch wirklich mit Humor genommen. Er hat halt auch gerade frei und hat gesagt, ja, gar kein Problem, komm ich kurz vorbei. Und fing dann an mit, ja, wir haben uns aber auch lange nicht gesehen. Ja, da auch schon voll Sehnsucht. Und naja, dazu müsste man sagen, wir waren gestern zum Frühstück da. Also unser Ersatzschlüssel für die Wohnung ist nicht so weit weg. Ja. Wir haben auch schon überlegt, ob wir den Nachbarn den Schlüssel geben oder irgendwo noch einen Safe platzieren. Haben wir bisher nicht gemacht. Werdet ihr jetzt wahrscheinlich tun. Werden wir jetzt tun, weil wer weiß, ob es nochmal auffällt. Aber ja, es ist kacke. War richtig schön, weil ich dachte mir, na gut, wir gehen halt jetzt 20 Minuten irgendwie eine kleine Hunderunde, bisschen an der Luft, die Kinder schon ein bisschen müde, dann haben die sich bewegt und können dann gleich ein bisschen pofen. Ja, schade, deswegen habe ich nur den Pulli angezogen, den etwas dickeren. Wir waren dann halt noch eine Stunde draußen, wurde dann irgendwann kalt, das Kind wurde müde. Hat Spaß gemacht, ja? War schön, war wirklich schön. Jetzt halt, lass mich auf diesen blöden Gülleverteiler hier abzeichnen, damit ich das Scheißfass hier abhängen kann. War halt einfach, irgendwann bist du einfach nur noch getrottet mit dem Kind auf den Schultern und den Hund in der Hand. Hast du einfach gedacht, Opa, brauchst du voraussichtlich noch 20 Minuten? Warum hängst du das Fass ab? Ich hab kein Fass. Paul. Das hast du nicht gemeint. Nee, dachte ich mir. Alles gut. Du hast schon gesagt, dass ich noch nicht anfangen darf. Passt bitte auf, ne, mit dem... Darfst du nicht kuppern damit. Ich wollte gerade sagen, können wir überhaupt das Fass noch benutzen, wenn schon angesät ist? Ja, weil es kein Kupper ist. Es ist einfach nur ein Verteiler, glaube ich. Das Ding hat keine Kupperfunktion, was da hinten dran hängt. Wie sicher bist du dir? Es steht zumindest nicht im Mod-Hub. Also Gülleverteiler können. Ja, okay. Es steht nur als Gülleverteiler. Ja, genau, nicht als Gülle-Schlitzer, ne? Genau, das ist kein Schlitzer, das ist einfach nur ein Verteiler anscheinend. Ja, genau. Sonst steht da noch mit grober Kanasfeld. Ja, okay. Das müsste passen. Ja, da dürfte nichts passieren. Zieht aber Paul direkt, wenn er drüber fährt und die Textur aufhört zu existieren. Ja, alles gut. Aber Toledo, wo habt ihr denn euren Ersatzschlüssel? Bei meiner Schwester. Okay. Gut, ja.
Schwierig bei uns. Also klar, könnte ich auch bei meinem Bruder lassen. Ob der sich eine Stunde ins Auto gesetzt hätte und hergefahren wäre. Im Zweifel hätte ich wahrscheinlich Kameraden von der Feuerwehr, wo ich sage, da kann ich den Schlüssel deponieren. Wenn meine Schwester jetzt nicht greifbar wäre. Ja, Feuerwehr wird auch eng. Ja, ich bin offen für weitere Ideen. Ich wüsste da so eine gewisse Person, die deinem Namensvetter entspricht und relativ nah bei dir wohnt und im selben Betrieb arbeitet. Ja, das ist richtig, aber auch der wohnt eine halbe Stunde weit weg und wenn der gerade nicht kann, zu mir kommen kann und ich zu ihm kommen müsste, ohne Autoschlüssel natürlich dabei, ist das auch verdammt weit weg, so eine halbe Stunde Fußmarsch. Ja, gut, beziehungsweise Automarsch. Fuß ja noch gut, länger. Aber es ist immer noch näher als die Stunde vom Schwiegerpapa. Das stimmt, aber gut. Schwiegervater hat sich dann noch einen Kaffee gegönnt, hat sich gefreut, die Kinder nochmal gesehen zu haben und ist dann wieder gefahren. Ja, natürlich. Es war natürlich irgendwie, war heute ein bisschen unpassend, aber... War ein Erlebnis. Es war ein Erlebnis, ja. Du, wir haben auch kurz mal überlegt, so, naja, Schlüsseldienst anrufen, okay, der braucht bestimmt ein bisschen, kostet ein Vermögen. Wir ja, könnten der jetzt. Braucht bestimmt noch länger und kostet ein Vermögen, richtig. Genau, haben wir kurz überlegt, naja, wir könnten ein Fenster einschlagen. Gut, könnte dann echt kalt werden, kostet auch wieder ein bisschen was. Okay, wir rufen Oma und Opa an und fragen, ob die können. Dauert auch, kostet uns im Zweifelsfall auch irgendwas. zu definieren und im Zweifelsfall ein gutes Stückchen Fleisch an Silvester. Aber ist immer noch das Einfachste, haben wir uns gedacht. War es dann auch, also. War dann okay. Wo ist denn mein Fleisch? Kriege ich an Silvester? Ja, kommst du vorbei, ja. kannst du dir abholen. Einfach fahren, bitte. Ja, ich wollte jetzt ein bisschen vorgewendet machen, damit ich ein bisschen Platz zum Wenden habe. Ja, aber das bringt dir ja noch nicht so viel, weil es ist ja noch nicht alles. Das kann ich aber ich trotzdem ein bisschen Platz zum Wenden haben. Es ist grundlegend egal, weil er düngt ja. Ja, stimmt auch wieder. Nur dann fährt er uns in den Füßen rum, deswegen. Ja, Baum von. Das ist super. Wenn du nochmal gegen fährst, mit dir? Wenn du nochmal gegen fährst, hängst du ein Namensschild dran, dann kannst du einen Namen geben, der Baum. Okay. Hab ich so eine Baumpatenschaft? Dann ist die Baumpatenschaft. Ah, so entstehen die. Ich habe mich schon immer gefragt, wie man seinen Namen an so einem Baum bekommt. Ja. Okay. Jetzt? Ja. Hast du was gelernt, Uwe? Jetzt habe ich was gelernt, auf jeden Fall. Ich habe Strauch gefunden. Ja, bei Sträuchern geht das aber nicht. Also Sträucher sind da nicht so drin. Da müssen wir ein Page dranhängen mit Toledo. Ja, aber meinst du wirklich? Ja, ein Schild dranhängen ist schwierig bei Sträuchern. Ja, das stimmt, aber dass wir Sträucher jetzt auch personalisieren. Natürlich, wenn ihr um den Gegenfahren will, kann er von mir so einen Strauch benennen. Ja, gut, das stimmt. Kann er auch einen Strauch kriegen, ne? So ein Baum wird auch irgendwann zu groß für ihn, ja, das ist richtig. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Niemals. Hast du das gemerkt, oder? Wie kommst du da drauf? Mein Gewissen ist rein. Du hast ein Gewissen? Nö, deswegen. Deswegen ist es ganz entspannt rein. Aber ich schicke euch mal ganz kurz zwei Links in den Teamspeak. Ne? Das ist übrigens einmal ganz kurz der John Deere, der jetzt irgendwie zum Januar rauskommt von Lego. Ja. Über den wir uns ganz kurz gerade unterhalten haben. Und dann habe ich dieses schöne Gefährt gefunden. Das ist ein Klemmbaustein-Mähdrescher. Nein, eigentlich ist es auch kein Mähdrescher, sondern eigentlich ist es ein Feldhäcksler. Das aber ist ein ganz einfacher, kleiner. Okay. Ja, das ist nur ein ganz kleiner. Ist so in etwa so groß wie dieser Mini-Zerion, den es schon gibt von Lego Technik. Hab ich auch hier stehen. Ja. Ich auch. Mit einem Wender hinten dran. Nee, ich hab. Ja, mit einem Wender hinten dran, das andere wäre der Combine Harvester, ne? Oder was ist? Genau. Ja, genau. Nee, ich habe den auch mit dem Wender hinten dran gebaut. Genau. Der steht bei mir hier auch im Office. Der zweite ist, ich habe einen Leck. Nö. Das läuft nicht aus. Oh, nee, ich hab einen Baum gefunden. Moment, diese Tanne taufe ich dich auf den Namen Kiefer.
Okay. Der ist ja drollisch. Der erste oder den zweiten? Der AGJJ Technik Mähdrescher. Ja gut, also wie gesagt, eigentlich ist es ja kein Mähdrescher, sondern eher ein Feldhäcksler. Aber ja, den fand ich echt spannend. Das sieht cool aus. Den fand ich auch, der sah echt, echt cool aus und ich finde bezahlbar, ne? Also dieser Cerion, den es zum Beispiel gibt, der ist bestimmt mega, ne? Aber mir einfach zu schweineteuer, dass ich das Ding einmal aufbaue und dann nie wieder damit irgendwas mache. Ich habe den echt günstig geschossen damals, deswegen hab ich den. Auch eine Idee, mal bei eBay und Co. zu gucken, ob es sowas gibt, ne? Hoffentlich unaufgebaut, sonst wäre es spaßbefreit, aber... Ist ja süß, sieht aus wie von Klaas, steht aber Block drauf. Ja, ja, geil, ne? Den Block kannst du einfach, lässt du weg, den Kleber. Ich kenne da jemanden, der hat so einen Schneideplotter, ne? Echt? Ja. Krass. Der plottet dann mal eben die Klaas-Logos. Der plottet zur Not auch mir das Klaas-Logo dann da drauf, genau. Guck mal, der ist sogar ferngesteuert. Ja, mit so einer App, ne? Ob ich die haben wollen würde, lasse ich jetzt mal offen. Aber das Ding ist schon ganz geil, ne? Also vor allen Dingen 664 mm ist schon cool. Ist wo nicht, hast du denn 664? 364, Entschuldigung, 36 cm, sorry. 36 cm ist trotzdem ganz geil. Ja. Kann man sich mal hinstellen, ne? Und mal bauen. Muss ich mal gucken. Mein Johnny brüllt hier ganz schön vor dem Güllefass. Echt? Ein bisschen was zu tun. So, warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich noch was zu tun habe. So, das sieht... Ja, gut, hier oben vielleicht ein bisschen. Da kann ich nicht. Oh, ich könnte auf die Wiese. Oder... Ist hier was drauf? Jo. Die Wiese kann ich kalken, ne? Auch im Wachstum. Im Wachstum, ja. Wenn sie die erste Reifestufe erreicht hat, dann glaube ich nicht mehr. Okay. Aber wenn sie voll ausgereift ist, dann geht's wieder. Ja, nee, sie ist im Wachstum. Alles gut dann. Ja, dann müsste es gehen. Okay. Kannst du einfach ausprobieren, siehst du ja, ob es weggeht. Ja. Dank Physician Farming haust du ja auch nichts raus, wenn es nicht geht. Das ist jetzt schon geil, ne? Das finde ich an PF mega. Mhm. Das ist einfach super, super cool. Hattest du jetzt eigentlich ein Vorgewende schon irgendwie gedrillt gehabt oder hast du hier oben noch gar nichts? Nee, ich hab nur ganz unten angefangen mit den Bahnen. Extra, damit du halt nichts kaputt fahren kannst. Ja, ich mach jetzt hier oben mal eben schnell die Quick and Dirty Variante in dem Keil. Okay. Mach ruhig. Ganz kurz für primär Micha und Toledo, weil ihr es noch nicht mitbekommen hattet, glaube ich. Das Multikauf-Silo steht quasi da, wo der Mähdrescher steht. Also Micha weiß ja, wo es steht. Toledo noch nicht. Deswegen, das Multikauf-Silo steht quasi auf der Fläche, wo der Mähdrescher auch steht. Da können wir auch Gülle und Mist kaufen. Mhm. Deswegen die neue Version vorhin, Toledo. Weil ich einfach Mist und Gülle mit einem 1er Faktor hinzugefügt habe, damit wir, weil wir festgestellt haben, wir haben kein Düngerstreuer. Und wollten halt nicht diese fetten Düngerstreuer fahren, weil wenn wir auf 3 Meter Arbeitsbreite sind und dann irgendwie mit, keine Ahnung, 40 Meter Düngerstreuer ums Eck kommen, dachten wir, das ist ein bisschen uncool. Deswegen haben wir gesagt, wir arbeiten halt mit Mist und Gülle. Wir können das da halt dann kaufen. Ja, alles gut. Ja, nur falls ihr da auch mal hin müsst. Ach, ich mach das wie Uwe, also wie richtiger Uwe. Ich frage bei jeder Aufnahme, wo finde ich was? Ich würde jetzt sagen, okay, aber ich weiß, dass es nicht so ist. Also von daher kommentiere ich das erst gar nicht, weil ich weiß, dass dir diese Fragerei spätestens nach der dritten Aufnahme selber auf den Sack geht. Na, wie kommst du denn da drauf? Ja, ihr habt da so ein Gefühl. Sagen wir einfach, ich habe da so ein Gefühl. Was Gefühle? Ab und an habe ich auch Gefühle. Ab und an. Ich muss mal kurz. Aber nur dann aussehen. Er muss mal kurz 3 X im Kalender machen. Ja.
Also, Kalken geht. Okay. Super, dann mach. Ja, bin dabei. Ja, fertig gegrubbert. Sehr gut. Ja, supi. Das ist hier ganz schön. Wie ich da vom Feld runter bin. Ja. Das ist ein bisschen abgehoben vorne. Ach Quatsch. Also die Wiese ist ganz schön steil, ne? Ich bin gerade unten an der Wiese. Ich kann echt geil mähen. Haben wir das Stream ausprobiert. Ja, hab ich gehört. Das ist schon krass. Aber ich finde mein Traktor echt cool. Fahr ich nicht so auf der MF. Ich hatte erst überlegt, ob ich mal einen Case kaufe, aber... Hui. Du, deswegen bin ich mal den 700er habe ich mal genommen, weil ich glaube, den bin ich noch nie wirklich richtig gefahren. Du zuerst überlegt, so ein Standard quasi für mich zu nehmen. Ja, dachte, nee, machen wir mal nicht. Weil, jetzt muss ich nachgucken, wie die beiden Modellbezeichnungen sind. Ich habe sie nicht im Kopf, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hier den McCormick bin ich schon gefahren und den Landini bin ich schon gefahren. Die dachte ich eigentlich, ne, nimmst du wieder die. Deswegen habe ich mir einen Kubota ausgesucht, weil ich sonst immer Klaas hatte. Ich hätte den Kubota eine Nummer größer genommen, dachte aber, das ist irgendwie dann auch doof. Du hättest den M8er genommen, oder wie? Ja, genau. Also, weil ich nicht zweimal den gleichen Traktor haben wollte am Hof. Deswegen hätte ich dann den 8er genommen. Dann, der ist vielleicht ein bisschen zu groß. Und da habe ich einfach mal geguckt. Was mir dem nicht gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist diese blöden Stangen, die da rausgucken. Ja, ich weiß was du meinst. Wenn die keine Zwillingsbreife drauf hast, die da überstehen, das gefällt mir überhaupt nicht daran, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, das stimmt, das sieht echt ein bisschen mies aus, das ist richtig. Ja. Ich hatte kurz überlegt, ob ich vielleicht den kleinen JCB nehme, weil ich den ganz geil finde und ich den ehrlich gesagt nie benutze. Ne? Maximal so den großen MF, aber auch sehr, sehr selten und dachte, der kleine ist eigentlich geil, ne? Powers. Eine gute Geschwindigkeit. Ja, aber für einen Anfang 235 PS, da hat ich ein bisschen übertrieben. Ja. Gerade weil ich ja wusste, was ihr haben wollt. Der ist drüben am Hof, wo der Mähdrescher steht, auf der linken Seite zwischen den beiden Hallen. Ja. Jetzt. Was meckert das jetzt? Dieser Hof. Ich finde mich da noch nicht zurecht, ey. Ja, das komm. Wir sind noch am Anfang. In dem Sinn. Nur noch 130 MB, dann ist mein Update fertig. Sehr gut. Aber weißt du, was jetzt schon fertig ist? Die Folge. Ich glaube auch, liebe Leute, wir sind fertig für den Moment. Wie immer, vielen Dank fürs dabei sein, wenn es uns gefallen hat. Wie immer, gerne. Nimm Däumchen nach oben da lassen. Wie immer, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.